Willst du einen Kaugummi? Nein, danke. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Verabschieden Sie sich von der süßen Zeit des Nichtstuns. Katja. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Habe ich gesagt. Sorry, bin gleich wieder weg. Gehst du weg? Treffe ich nur kurz mit Cora. Ich hab das schminken. Schlepper. Was hat Kat eigentlich dazu, dass du einen Freund hast? Hat sie dir davon erzählt? Nee, hat sie nicht. Ich merk sowas. Schon vergessen, ich bin deine Schwester. Oder weiß sie gar nichts davon? Ja, ich weiß, ich soll sie erzählen. Hey, Diane. Ich vermisse es, mit dir zu reden. Hey, Finn! Vanilleeis! Nicht noch mehr. Doch! Vanille ist gut für die Seele. Wer sagt das? Ich? Ist aber jetzt schon schlecht. Dann musst du dich eben dazu zwingen. Hier, iss. Also langsam wird es wirklich pathologisch, Monsieur. Sie brauchen da dringend Hilfe. Findest du ihn wirklich so furchtbar? Naja, furchtbar. Weißt du, ich find's halt voll übertrieben, was jetzt alle für ein Theater wegen dem machen. Du findest ihn jetzt nicht scheiße oder so? Nö. Also, ich find halt, dass er... Kat, ich bin mit ihm zusammen. Das war doch jetzt ein Witz, oder? Nein, wirklich, ohne Scheiß. Seit wann? Seit, keine Ahnung, noch nicht so lang. Ich wollte es ja sagen, aber ich wusste es selber noch nicht so richtig. Tut mir leid. Wirklich, Madame. Okay, mein Gott, wie ist er im Bett? Kannst du nicht erstmal die normalen Fragen stellen? Wer hat wen zuerst angemacht? Hast du ihn angemacht oder hat er dich angemacht? Wollt ihr heiraten? Wollt ihr Kinder haben? Bitte tu mir einen Gefallen. Versuch ihn zu mögen, ja? Ich werde für ihn mein aller schönstes Lächeln aufsetzen. Das bin ich. Und das ist meine Familie. Glass, meine Mom und meine Sister Diane. Und das sind andere Familien und ihre Leben, an die sich Glass unter gar keinen Umständen anpassen will. Hey Diane, was ist mit der los? Nix. Wir kriegen übrigens einen neuen in die Klasse. Selbststein. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Was habe ich gesagt? Die Mitte der Welt, wo ist die? Die ist für jeden woanders, je nachdem, wo man steht. Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal gevögelt hat? Der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Bleibst du jetzt für immer bei uns? Mein Sohn, Michael. Der soll sich mal nicht so große Hoffnungen machen. Wird er doch wieder nur abserviert. Was habe ich falsch gemacht? Wie viel Zeit hast du? Glass hat alle mal vertrieben. Und jedes Mal waren wir wieder alleine. Wir
dass wir uns nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben. Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Will! Ich laufe nicht weg. Jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Wie heißt unser Vater? Nächste Frage. Wo wohnt er? Und toll, das fängt ja gut an.